Wenn der Kollenrader Kindergarten Lummerland zu seinem Oma- und Opa-Tag einlädt, dann ist das Interesse groß. Das war auch am Freitag wieder so. Von allen 18 Mädchen und Jungen, die in der Kindertagesstätte betreut werden, waren Großeltern zu Besuch. Einige der Omas und Opas hatten weite Wege auf sich genommen, um teilzunehmen. Durch den Tag konnten sich interessierte Großeltern ein Bild machen von der Kita und der Betreuung der Kinder. Das Haus hatte eigens für diesen Tag ein Figurentheater eingeladen. Nach der Vorstellung und einem gemeinsamen Frühstück gab es nur noch einen Programmpunkt: gemeinsames Spielen.